Ja. Hass. Yo. Hallo. Hallo. Hat 60 FPS. Ja. Machen wir mal den Raum auf und lassen die Leute wieder reinkommen. Moment. Na gut, dann machen wir jetzt eben halt mit DLCs, weil ich die aus Versehen an. Wobei, ich kann auch rausgehen, oder? Ja. Also. Machen nochmal eine Runde ohne DLCs. Wie gesagt, jeder, der es eben schon. Wir fangen quasi nochmal bei Null an. Machen wir es einfach so. Hallo Kevin. Hallo. Ja, das hat resettet, weil er Elfter war. Ja. Ich hätte euch sowas von noch eingeholt. Wir nehmen jetzt alle jetzt Disco und probieren es nochmal aus. Ich sehe Rock. Und andere Menschen und Toshi. Das sind so die Leute, die man irgendwie am ehesten noch erkennt. Und Defi ist wieder drin und Tiger. Und irgendwer ist rausgeflogen. Moment. Das erinnert mich so ein bisschen an Sui Versus. Ja. Das war auch heute so schön, als er hat erst einen Moment gewartet. Er war so, so Leute. Da sind wir wieder. Ja. Das habe ich ja So. nicht gehört. Ich habe nur deine Stimme immer gehört. So, fein ist noch Platz. Ich glaube, wir haben genug Leute da, die wir füllen, womit wir den Raum füllen können. Im Gegensatz zu heute Morgen. Liebe Ju dachte sich einfach so, Jan tanzt nicht mehr? Nö, dann will ich auch nicht mehr. Ja. Da, Also. sind wieder zu 12. Ja. So, 150, bla bla bla, alles ohne alles. Alles ohne alles? Wett. Würde ich bei Zoe Versus mitmachen, dann nur in Splatoon, weil man Christian da so schön leicht besiegen kann. Was das Einzige ist, was ich davon kann. Smash spiele ich nicht, Pokémon spiele ich nicht competitive, Mario Kart auch nicht, Mario Maker habe ich nicht. Joa. Wieso hab ich selbst eigentlich gar nicht? Ich wollte Disco nehmen, ne? Fällt Ja. mir gerade ein. Boyan. Hups. Stimmt ja. Kurzzeitgedächtnis wie ein Goldfisch. Guck mal, es kam trotzdem dran. Ja. Kann man den Mario Maker nicht haben? Das ist nicht so interessant. Ist für mich einfach nicht interessant. Und kostet Geld. Wir haben doch kein Geld. Wir sind am Umziehen. Umziehende Studenten haben doch kein Geld. Milchschnitte, ich würde aufpassen, was du sagst. Ich habe die Kontrolle über Jans Account, über seine Maus und über den Timeout-Button. Der Button. Ja. Auf der Buttons! Heißt. Ich habe meine Banane verloren. Die ist zu nass geworden anscheinend. Nee, Christian, das ist Splatoon, glaube ich, gar nicht schlecht. Ich habe ja schon mal ein paar Mal mit ihm gespielt und mit Jan. Oder mich in seine Aufnahme geschlichen. Er ist definitiv nicht schlecht. Nee, nee, Christian kann auch gut spielen, nur halt solche, ja, sag mal, Multikämpfe sind vielleicht jetzt nicht so das Beste. Wir sollten mal als Mitspieler einfach einschleichen. Ja. Und ihm ein bisschen unter die Arme greifen. Hallo Blitz. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin. Okay, in Splatoon? Ich weiß nicht. Michi weint immer, wenn er gegen mich spielen muss, aber. Ich finde, du bist ziemlich gut in Splatoon. Kann ich sagen, ich habe gerade 4 Geld? Warum er mich da gerade überholen wollte. Rippians Banane. Willst du dir den Mewtwo-Amiibo holen? Ja. Welche Amiibos hast du? Viele. Darfst gerne einmal alle aufzählen, die wir haben. Also Jan hat hier irgendwo in den Umzugskartons Link und Lucario und Quajutsu Erinnere mich und an den Ike. Link-Karton. Ja. Und Rosalina und Mega Man und die beiden Inklinge von mir zu Hause. Irgendwen vergessen? Nee, ne? Ich habe nicht zugehört, von daher keine Ahnung. Das sind auf jeden Fall die, er hier hat. Ich habe zu Hause ja auch noch ein paar.
Warum ich da gerade noch die Itembox erwischt habe. Das ist gemein. Bin erwischt? Nein, habe ich wohl erwischt. Und irgendjemand ist in meinen Panzer reingefahren. Ich sollte mehr Ego-Shooter spielen. Nee. Spritz lieber rum. Wie ihr euch gegenseitig erwischt habt. Ja. Nice. Wow. Gut, dass ich da gegen die Wand gefahren bin. Ich glaube, sonst wäre ich in den grünen Panzer reingefahren. Stern aktivieren, bevor irgendwie noch ein Blitz oder sowas unterkommt. Der Blitz sitzt doch neben dir. Guck, ich bin Fünfter geworden. Zum hast du viel Geld und keine Kinder und nicht viel Kinder und kein Geld. Da hat jemand die Anspielung verstanden. Sehr gut. Komm, ich darf sagen, dass ich gerne rumspritze als Frau. Das kann man eigentlich nicht falsch auslegen. Ich meine, ihr könnt alles, aber... Sonst hätte ich mal noch meinen Sonnenflughafen gerne irgendwann mal. Ja, das ist richtig, aber bei Mario Maker habe ich mir schon jede Menge Videos angeholt. Das interessiert mich immer noch nicht. Und wenn, dann würde ich wahrscheinlich auch nur Videos, Marios Levels spielen, anstatt welche selbst zu machen. Und bei Splatoon habe ich mir hinterher auch Videos angeguckt und fand das dann doch ziemlich cool. Ja, ich weiß nicht. Ich habe die Mario Maker Amiibo. Hm? Warum auch immer? Ich fand die cool. Da ist eine Wimper auf der Backe kleben. Nimm sie mir weg. Wer spritzt nicht gerne rum? Ja. Macht Spaß. Dieses Mal wird Halloween zum 666. Mal gefeiert. Echt? Keine Ahnung. Ich war gerade mit gegen Samus, habe ich gerade gesehen. Und ich habe kein Item bekommen. Dann fahre ich halt links. Das hat mich schon wieder umgehauen. Dann fahre ich halt links lang und dann bist du nach rechts gezogen? Ja, weil ich weggeschlagen wurde. Ich wollte links rumfahren und wurde erstmal nach rechts gehauen. Bruno, du bist bestimmt nicht der Einzige, der Splatoon nicht mag. Das ist ja sowieso mal Geschmackssache. Ich spiele zum Beispiel kein Smash, weil ich es so interessant finde. Ja. Wenn es einen Story-Modus hätte, vielleicht, aber so competitive auch nicht. Gibt's Subraum-Emissär, ne? Ja. Splatoon habe ich eigentlich auch gedacht, mag ich nicht, weil ich eigentlich competitive nie was spiele. Aber ich wurde überrascht. Du hast Mario Kart competitive gespielt. Ja, aber nur weil du mich gezwungen hast, online zu spielen. Splatoon spiele ich ja freiwillig online. Ich zwinge dich gerne zu Sachen. Kommt ja anscheinend nur Gutes bei raus. Wenn du mich jetzt zwingen würdest, Slender oder so zu spielen, weiß ich nicht. Aber nur mit die Queen Mod. Ja. Kann das jemand einfach mal machen, so ein die Queen Mod? Das heißt, statt Slenderman hat man dann die Queen die ganze Zeit? Wow, was war das denn jetzt gerade bitte schon wieder für ein Quatsch? Hm. Und dass man dann seine dauerhafte die Queen Musik aus XD spielt und dass man seine 6 Kapalores suchen muss. Könnt ihr euch nächste Woche Pokémon holen? Was? Was denn für ein Pokémon? Keine Ahnung. Ja gut, die Amiibos von Jan habe ich ja schon alle aufgezählt. Ist doch ich zu Hause? Oder nein, nicht mehr zu Hause. Was hab ich? Bin schon wieder gegen die Wand gefahren. Zum zweiten Mal. Pikachu, Kirby, Yoshi, die 3 Woll-Yoshis. Mario Maker Amiibo, Pummeluff, Meta Knight. Wollen wir ihn vergessen? Weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall einige. Nein! Ich habe die Abkürzung nicht mehr bekommen. Jan wird voll gefokust. So ein bisschen? Ist auch Mewtwo. Du wolltest den Mewtwo holen, ne? Mhm. Ich eher nicht. Mir hat Splatoon aber auch süchtig gemacht. Ich habe damals bei dem Testfire mal so ein bisschen gespielt und Jan zuhörte und dachte mir so, boah, mit der Steuerung kommst du gar nicht klar und das ist irgendwie voll komisch und ja, dann irgendwie doch. Also irgendwie wurde ich ziemlich oft abgeschossen. Habe ich das Gefühl gehabt. Ich bin gar nicht vorangekommen. Und einmal bin ich die Abkürzung untergefahren. Ah, ja, Lucina und Robin habe ich noch vergessen. Die haben wir auch noch. Mhm. Nehme ich den jetzt? Sorbeland? Nö. Sorbeland? Boah, warum nimmst du die Donut-Ebene? Ich meine, ich muss sie ja nicht fahren, aber... Weil ich die nicht kann. Und?
Wird eh nicht drankommen. Sie wird jetzt sowas von drankommen, das weißt du. Mewtwo! Robin? Das heißt da rein. Nein. Robin. Siehst du? Wolkenstraße ist auch nicht besser. Doch. Wolkenstraße ist eine ziemlich coole Strecke. Ich möchte Amaterasu bitte in Smash haben. Ja gut. Ich fände das voll cool. Könnte man einiges draus machen. Da ich eh kein Smash spiele, ne? Hm. Aber das wäre schon irgendwie episch. Oder Lana aus Hyrule Warriors finde ich auch cool irgendwie. Obwohl die, glaube ich, ziemlich gehatet wird. Warum? Ich habe schon mal gesagt, dass... Hat nicht genug große Brüste oder wie Sia. Das vielleicht auch, aber ich weiß nicht. Irgendwie die Zelda-Community hat sie nicht gut angenommen. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich auch nicht. Dann gibt es wiederum Leute, die wollten Monita aus Nintendo Land in Smash haben. Wen? Monita aus Nintendo Land, diesen Monitor. Was? Ja. Wer du? Ich weiß es nicht. Amaterasu als Mario Kart DLC. Wuff, wuff. Das neue Animal Crossing dann, ne? Amaterasu Crossing. Ich finde Lana halt auch cool, aber viele mögen sie aber nicht. Weiß nicht wieso. Außer Lana mit dem Portal. Dann ist sie nicht mehr ganz so cool. Das ist halt manche Mission. Herr Warriors ist so toll, aber ich kann das Spiel echt auch nicht mehr sehen. Nein. Wie viele Spielstunden haben wir zusammen? 300 oder so? Vielleicht. Ja, da kommt der Bumerang leider nicht dran. Da muss mein Bumerang hängen. Da. Mein Bumerang war gerade... Oh Gott. Ich bin da knapp noch dran vorbeigefahren. Lebt schon so ein bisschen gefährlich. Lebt mit dem Blitz zusammen. Verbrennt die Lager-Hater. Ja. Irgendwie bin ich da dran vorbeigefahren. Ich mag auch Sia, wenn sie mal was Vernünftiges anhat. Aber die dicken Bubis, die dir ständig ins Gesicht hängen. Ich habe ja nichts gegen Bubis, ne? Wäre auch schlecht als Frau. Aber wenn die mir die ganze Zeit im Gesicht hängen, denke ich mir auch so. Muss jetzt auch nicht sein, ne? Meistens nicht. Ach, die Mario Karts sind heute wieder so hart heute, ne? Ja, Tiki in Smash. Ist ja auch hart. Sonic in Mario Kart, der rennt einfach. Ja gut. Ich habe eine Brille, ja, aber ich ziehe sie nicht auf. Nur wenn er rausgeht. Ja. Also fast. Ja. Ist ja Gamer. Ja. Bei Taja hängen die aber nicht so direkt im Gesicht, habe ich so das Gefühl, weil die Dinger sind ja abgedeckt. Nur alles andere nicht. Ja. Ich spiele safe. Alter! Das war schon so ein bisschen knapp. Ein bisschen. Uiuiui. Ich bin sogar runtergefallen am Ende. Weißt du, was auch cool wäre für Smash? Was denn? Lloyd. Der wird sowieso nicht mehr kommen, leider. Nein. Au! Mein Bauch. Ich hab dir in die Seite gehauen. Ja, aber trotzdem, ich hab Hunger und da ist nicht viel drin, deswegen polstert das nicht gut und deswegen tat er so weh. Na gut, tut mir leid. Kriegst dafür auch eine Kirsche. Bitteschön. Danke. Oder willst du lieber nimm zwei? Nee. Ihr glaubt gar nicht, wie viele von Jans alten Brillen ich beim Aufräumen gefunden habe. Ich kann ja mal eine Rennbrille fahren. Vielleicht sehe ich ja dann besser. Er hat so eine Brille, die setzt du auf und alles wird pink. Fühlst du dich wie im Pornokeller? Oh. Also. Häusliche Gewalt. Du siehst so schlau aus mit Brille. Ich spiele nebenbei gerade auf HD. Sie braucht Futter. Ja, wir hatten uns darauf geeinigt, dass ich erst nach dem Stream Futter kriege. Weil wir vor dem Stream keine Zeit hatten. Mhm. So mit Fenster putzen und aufräumen und aufnehmen. Aber ich war duschen. Und duschen. Auch wenn deine Dusche echt doof ist. Ach.
Welcher Idiot dreht das Kaltwasser so fest zu, dass ich es nicht mehr aufkriege? Ist halt echt nicht geil. Gut. So, scheiß auf die Abkürzung, da habe ich heute Morgen schon verkackt. Ich liebe die Mario-Abfahrt. Wer ist das? Wo ist Jan? Irgendwas ist anders. Warst du beim Friseur? Wie immer, ne? So, hier Toshi, ich habe was für dich. Ich habe leider noch nicht getroffen. Getrennt oder zusammenduschen? Chickity, wenn du seine Riesendusche sehen würdest, dann könntest du dir das selber beantworten. Da passe ich ja kaum alleine rein. Passe ich denn dann da rein? Ich sag dir auch nur fast. Wie viel zahlt Jan dir fürs Chatlesen? Unterkunft und Nahrung? Wow! Jan ist nun mal ein Warmduscher. Moment. Ist der blaue Panzer gerade bei mir explodiert? Auf dem dritten Platz? Streamer-Fokus. Moment mal. Er hat eine Dusche? Surprise, surprise. Ja. Das war gerade sehr nett, dieser Schubser von der Seite. Nicht gegen den Baum gefahren? Aber auch nur, weil mich eine geschubst hat. Ich wäre sonst voll in den Baum reingefahren und der kam dann plötzlich von der Seite und schubst mich weg. Das war ein bisschen zu stark gedriftet. Ein Pilz. Ich dachte Gamer duschen nicht. Ich bin ja auch Gamerin. Das Rin steht für Duschen. Rin in die Dusche. Richtig. Schießen nur einen roten Panzer auf Defi. Vielleicht reicht. Ah, nee, der hat sogar mit einer Hupe abgewehrt. Gut gemacht. Aber Bronze. Ja. Oh. Nice. Wo ist Jan? Hashtag wo ist Jan? Joa, ne? Ich bin zum Schluss noch Fünfter geworden. Ja. Mit Rockstar zusammen. Jai. Passt. So. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt eine Runde mit DLCs. Wie gesagt, jeder Defi hat sogar mit Bewegungssteuerung gespielt. Nicht schlecht. Ja, genau. Jeder, der schon mal dran war, bitte nicht nochmal. Ansonsten seid ihr willkommen mitzufahren. Und bitte nur DLC-Strecken wählen. Wenn wir schon dabei sind. Mhm. Ich futter so lange Lachgummis. Damit du auch mal was zu lachen hast. Ja. Da noch rote drin. Weiß nicht. Weil die Bananen mag ich nicht. Dann nehme ich halt die Bananen in den Mund. Du machst es den Leuten auch immer leicht. Ja. Ich war wirklich mal random noch eine Banane rausgezogen. Ich hab da random eine Banane rausgezogen. Ja. Hältst du die Brille jetzt auf? Ja. Gut. Sehe ich da einen Spottel in den Raum? Natürlich! Einen kleinen Caradonis liebenden Spottel. Boah, mit Teams einfach so random. Guck mal, ich tanze sogar oder ich rede gerade mit ihm. Ich hätte mit ihm geredet, hätte ich nicht geredet. Was? Was? So. Hä? Achso, ich habe wieder das zweite aus Versehen gewählt. Boah, Jan. Stand da nicht inklusive zweite DLCs? Egal. Ach, egal. Bei 8 Strecken. Und 4 brauchst du nur. Schon aber, habe ich nicht das... Wie viele Strecken habe ich da bitte angewählt? 40? Haben wir nicht 40? Oder sind es 48 insgesamt? Wie gesagt, ihr habt ja 8 Strecken von den 9 zur Auswahl. Brauchst ja nur 4. Mhm. Big Blue. Wen habe ich denn in meinem Team? Chris ist im anderen Team. Gut, dann sind wir jetzt also Team Jan und Team Chris. Ich bin ja für Team Spottel und Team Tanzen. Gut, Team Tanzen und Team Spottel. Ja. Da stand inklusive Paket 2. Nicht inklusive Paket 1 und 2? Offensichtlich nicht.
Dann halt nicht. Dem. Didim. Ja, wenn ich mal den Turbostreifen erwische. Hatte ich nicht meinen grünen Panzer? Ich hätte vielleicht ihn mal dranhängen sollen, fällt mir gerade auf. So, müssen wir die Strecke erstmal wieder lernen. War zu früh weggeschmissen. Wäre zu spät. Die Musik ist so geil. Team Caradonis. Was ist mein Team dann? Gibt es irgendein Pokémon, was du nicht magst? Nicht so wirklich. Ich finde es total, wie du schon Geschwindigkeit aufbaust, noch bevor du da im Wasser landest. Tales of Jesse vs. Chris, King of Knills. Gut. King of Knills hört sich auch interessant an. Ein bisschen. Einfach weggerammt. Yes, in der Seite rein. Huch, warum ich da gerade noch getroffen habe. Thymian Ferno gegen Suipilze. Suipilze hört sich aber auch etwas bescheiden an, oder? Minimal. Hört sich an, als hätte er Fußpilze oder so. Bah. Gut. Nein, ich bin jeglichem Feuer ausgewichen und wer ist da deine Banane gefahren? Ich habe keine Ahnung, aber das ist selbst schuld. Ich bin Zweiter. Ui. Du darfst doch nicht Zweiter werden. Jetzt bin ich's aber. Christian ist auch Zweiter, von unten. Er wurde wahrscheinlich ein bisschen gemario-kartet. Ja, er war teilweise länger mal. Ah, ich sehe gerade auch Kevich bei mir im Team. Ich habe gar nicht geguckt, wer sonst alles dabei war. Ja, ich finde, wir sind ein gutes Team. Ist das die Entscheidung, wer von euch besser ist? Nee, das ist nur inoffiziell, was wir hier machen. Ja. Die Entscheidung, wer besser ist, gibt es nur offiziell in Sui Versus nächste Woche dann. Oder in einem Tanzduell. Tanzarmee gegen Glücksknilze. Ich glaube, damit kann man ganz gut leben. Jo. Die Prinzessin der Glücksknilze und der tanzende Teufel. Wurde es anscheinend doch gut gemario-kartet. Ich glaube, das Spiel hasst ihn auch. Wer ist eigentlich Erster geworden? Wenn ich schnell genug finden können. Eine Jan Scheller. Jo. Der Bewohner ist Erster gewesen. Jo. Wirst du jetzt vielleicht sehen, wenn er wegzieht. Ein Roter. Im Team, glaube ich. In welchem Team bin ich? Im Roten. Ah, okay, dann ist alles in Ordnung. Ich wollte eigentlich rechts rum, aber irgendwie habe ich das nicht ganz geschafft. Ich glaube, das war Christian. Kann sein. Ich weiß, ob er vielleicht der einzige Bowser hier ist. Aber sieht ziemlich nach Bowser und Bowser und Bowser aus. Ja. Hallo, mein lieber Bowser. Ich bin direkt auf deinen Fersen. Schade. Die Musik ist echt schön. Mhm. Und spannend. Ich sollte mal gleich auf gerader Strecke mal nach Christian schießen. Bist du cool? Oder einfach jetzt auf blind. Guck mal, vor mir ist. Geh mal weg. Armer Jakob. Anscheinend hat sie nicht erwischt. Es war nur Lag. Oh. I. Huch. Noch ein blauer. Ja, der ist aber für Christian, nicht für mich. Oh, wie er den roten Panzer mit den Feuerbällen abgeschossen hat. Vor Jakob. Ist Christian gerade Erster? Ja. Oh, der, der, hält,
Der hält sich aber auch selbst mit dem blauen Panzer immer noch auf den ersten Platz. Der Ausgleich für gerade, würde ich sagen. Hm. Chris auf 1, ist das ein Bug? Na, wobei, ich glaube, er wurde gerade... Ui. Huch. Was? Hast du Christian gerade mit der Banane abgeworfen? Die ich gerade... Ich habe ihn mit der Banane getroffen, die ich gerade abgeworfen habe. Du hast ihm deine Banane ins Gesicht gedrückt. Quasi. Bevor ich sie weggeschmissen habe. Dann habt ihr nicht gedriftet. Hat mich jemand erwischt? Nein, ist natürlich alle über meinen Panzer drüber gesprungen. Er schön sich da noch ganz gut. Ja, der Mädchen wieder. Oh. Schiebung! So auf erster Hex. Nee. Ich glaube, es ist leider doch ein bisschen nach hinten gefallen. Ja. Wie fies. Da wird er so gut gespielt. Ja. Also ich muss sagen, du hättest den ersten Platz echt verdient. Das hast du, glaube ich, 2 Runden lang gehalten. Sieger der Herzen? 6 rote hintereinander. Yo. Bist du meine Banane eigentlich reingefahren? Weil ich habe gesehen, du bist reingefahren, aber dann habe ich sie gleichzeitig weggeworfen. Das war nicht fair. Hm? Ich schau mir das Geschehen nur an. Boom. Boom. Pilzebug. So ein Pilzebug. Die hat dich nicht getroffen. Okay, dann sah es nur bei mir so aus, als hätte sie dich getroffen. Deswegen konnte ich wahrscheinlich auch noch weiter wegwerfen. Vielleicht war das ja dein Wunschdenken. Vielleicht wollte ich ihm meine Banane in reinrücken. Ja, gut. Mit dem Blauen war er immer noch Erster. Für die Yoshis. Ja. Und die Shy Guys, und die Toads und die Palmas. Oder wenn die so heißen. Wie sind die Palmas? Weiß nicht. Keine Ahnung. Ich finde das ziemlich gefährlich, was ich hier mache, so einen Stunt auf dem Bike. Ein bisschen. Wobei, wenn ich so wieder an die Gamescom denke, die mit ihren Stunts dort. Ja gut. Jan, please. No porn talk. Jan, please, mein Kopf. Und ganz viele Zitate. Gut. So muss das. So, er ist für dich, Jakob. Oder er für deine Banane. Taubsi, wenn du Bildaussätze hast, das liegt an dir. Wir haben keine. Nö, das sieht in X-Bild, glaube ich, alles super aus, oder? Mhm. Ich hab durch das Feuer nicht verblumt lenken können. Ich bin Jakob da hinten. Ich glaube, Chris ist hinter dir. Also nicht ganz hinter dir, aber zumindest auf dem dritten Platz. Wow! Suddenly Zug. Nehme ich mir auch immer. Ich mag Züge. Nein, wir sind noch nicht umgezogen. Wir ziehen Samstag erst um. Also das heißt erst. Endlich mal. Das ist ja schon übermorgen. Ja. Wie mein roter Panzer an den Schranken kaputt gegangen ist. Ja? Hallo Blitz. Nein, ich spiele nicht, ich beaufsichtige. Den Chat. Richtig. Einer muss das ja tun. Lass mich raten, mein roter Panzer ist wieder irgendwo hier kaputt gegangen. Ist halt auch echt nicht die beste Strecke für rote Panzer. Mm-mm. Vorzug sei seinem nächsten Zug einfach gegangen. Hallo, blauer Panzer. Genau wie Toads Autobahn, da hast du das Problem auch. Ja. Nein, 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 nein. Was? Geil. Mich hätte ich überholt, hat und 2 Meter vom Ziel kam der Blitz. Ja. So muss das, ne? Das war Absicht von mir. Natürlich. Cool, Chris kämpft sich langsam hoch. Ja. Oh, wie geil war das denn? Ich dachte mir schon so, oh, er knallt gegen die Bande, oh.
Und plötzlich Blitz. Ja. Jung, zweiter. Platz 5 hat den Blitz gekriegt. Tja. Wo hast du die Flasche eigentlich hingestellt? Ja. Was? Schau ja, mit Brille bist du besser. Ja. Das war wirklich ein kleines bisschen gemein, vielleicht. Der rettende Blitz. Sitzt hier neben mir. Item Balancing ist Neuland für MK8. Ja gut. Ich bin etwas nervös. Schade, ich wollte auch etwas sagen. Ach, das war super. Clown Card. Ich glaube, ich bin Dritter aktuell. Mit einem Punkt weniger als Mädchen. Oh. Letztes Rennen. Yay. Eine Runde nur mit Bomb-Oms. Nee, heute machen wir nur normale Rennen. Pedro, nein. Was denn? Ob ich mal zeigen kann. Also nein. Kann ich schon. Machst du nur nicht. Hab sie noch nie gesehen. Ich glaube, damit bist du nicht alleine. Aber du kannst gerne zu Gamescom oder zum Japan-Tag kommen. Uiuiuiui. War ein bisschen zu viel. Lass den armen Turm in Ruhe. Nein. Danke, Christian. Horten sich teilweise auch so ein bisschen. Nein! Das Ding. Irgendwer ist gerade rausgeflogen aus dem Rennen. Echt? Schreibt Passwort. Und Eisbein ist auch rausgeflogen. Gut. Mal gucken, ob wir mal ordentlich nochmal ein Rennen beenden können. Ja, sehe ich, Christian? Willst du wirklich Raid Shomaru erleben? Verdammt! Ich konnte nicht mehr zielen, dank des Squids. Und Kiewicz ist auch rausgeflogen. Gut, es fliegen alle jetzt einfach nach und nach raus aus dem Rennen. Und gleich ist nur noch ein Showdown zwischen euch beiden. Ja, wir haben alle absichtlich den Ziel gemacht, damit Christian und ich uns hier prügeln können. Ja, ich glaube, da sagt Mona schon was Richtiges. Was denn? Wenn ihr nur kommt, um Svenja zu sehen, lohnt sich das nicht. Ich finde das auch immer doof, wenn Leute nur deswegen kommen. Mhm. Kommt lieber, um freundlich mit uns zu reden oder was auch immer, aber nicht nur, um zu sagen, hey, ich weiß, wie du aussiehst. Das finde ich immer so. Weiß nicht. Seltsam. Nein, da war eine Wand. Man muss Leute nicht immer aufs Äußere begrenzen. Drift, please! So kann Jan gewinnen, alle aus dem Rennen werfen. Ja! Du tust jemand genau das Gegenteil mit Chris. Was genau? Dass Chris gewinnen kann, wenn alle aus dem Rennen fliegen. Also sie mobben euch gerade beide. Gut. Ich einfach nur Pilze bekomme. Hallo Chris. Nein, ich bin irgendjemand gefahren. Dritter. Bist du noch vor ihm ins Ziel gekommen? Ich glaube schon. Ich hatte auch 3 Pilze und er nur einen. Ja gut. Was ist er jetzt eigentlich? Das sind 2 Bowsers, sehe ich gerade. Hat er sich einfach schnell vermehrt. Hatten wir 2 Bowsers im Rennen? Ich weiß nicht. Na da, er ist 4. Jo. Tatsache, Kevin war auch ein Bowser. Jo. Bin 2. Team Rot hat aber trotzdem verloren. Um 6 Punkte. Ja gut, Kevich ist zum Beispiel auch rausgeflogen, hat er gesagt. Kevin ist rausgeflogen. Also 2 aus eurem Team sind auf jeden Fall rausgeflogen. Ja, Goldpilz, Stern, Banane. Ja, ne? Aber hey, Team Blau hat trotzdem gewonnen. Sehr gut. Ja, okay. Ach, please. Das hat aber trotzdem Spaß gemacht. Warum wir mich nicht sehen? Weil ich nicht möchte. Ende. Muss man, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen. Mhm. Ach so, ich sehe gerade, ich habe inklusive Paket 2 gemacht und nicht 1 und 2. Na dann. Dann machen wir eine Runde jetzt ohne DLCs. Wer noch nicht dran war, darf gerne. Wasser? Aber trotzdem danke, dass du mitgemacht hast, Christian. Und an alle anderen natürlich auch. Banana Maru? Guck mal, ich habe einen Zwilling wieder gefunden. Oh nein. Vielleicht kommt noch mal ein anderer Zwilling auch noch mit dazu.
Mona, nicht nur du. Ja. Ich habe diese Frage in den letzten 4,5 Jahren so oft gehört, ich kann sie nicht mehr hören. Es ist so penetrant. Also jetzt nichts gegen die Leute, die danach fragen, aber so alles zusammengehäuft, das ist schon echt anstrengend. Wann ist dieser Reset, wenn man nochmal darf? Da ich schon sehe, dass wir jetzt schon kaum den Raum noch nicht mehr voll bekommen, würde ich einfach sagen, nach dem nächsten Mal. Also nach diesem Mal dürft ihr gern nochmal. Immer diese Jan-Klone. Welcher von beiden bist du? Der Rechte? Ja. Siehst du, ich erkenne dich. Na guck mal, da ist der andere auch noch da. Oh. Die Drillige sind wieder vereint. Jo. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Darf auch gerne noch einer, der schon dran war, weil ich glaube, der Raum füllt sich sonst eh nicht. Naja, Defi ist sowieso noch mal reingegangen. Ja, und Toshi auch. Wie gesagt, das füllt sich ja eh gerade nicht. Sonst. Ja, die weibliche Stimme, die ihn immer unterbricht, ist Sui Shumaru. Wunderbar. Das war ziemlich gut nachgemacht. Ich weiß nicht, es tat ziemlich im Hals weh. Aber das ist doch wunderbar. So, wie sind wir denn gerade? Immer noch einer zu wenig. Ich sehe dreimal. Okay. Dann sind wir wieder voll. Na komm, machen wir mal mit Teams immer. Ist ja nicht so, als würde ich da irgendwie groß was dran ändern. Weil es ja auch Pflicht ist, als Streamer und YouTuber sich zu zeigen. Ja. Vor allen Dingen ist ja nicht so, dass man Gamescom und Japan-Tag hat, wo man vorbeikommen kann. Ich hasse halt einfach Kameras. Das ist ja heutzutage irgendwie schon Standard geworden, dass sich jeder YouTuber vor die Kamera setzen muss. Mhm. Aber Frauen sowieso. Wenn ich bedenke, wie lange es gedauert hat, bis ich mich mal vor die Kamera gesetzt habe. Früher war das auch nicht so, als ich auf YouTube angefangen habe. Vielleicht mal in einem Special eventuell? Genau, ab und zu mal in einem Special hast du vielleicht mal total Special-mäßig gezeigt, aber... Ja. Sonst hat sich nie jemand gezeigt. Vor allen Dingen, wenn du dann mal siehst, wenn sich Frauen vor die Kamera setzen, wenn du dann die Kommentare liest. Entweder hast du alles nebenbei so, alle Janssen in einem Team. Ja. So wunderbar nette Männerkommentare oder so, boah, du siehst ja voll scheiße aus. Da kann ich auch drauf verzichten. Weil ich glaube nicht, dass meine Leute das machen würden, aber du hast bestimmt solche Leute. Mhm. Allein deswegen schon nicht. Wenn ich bedenke, wie lange es gedauert hat, bis Christian sich mal gezeigt hat, ne? Ja. Das war auch immer total witzig. Du kriegst aber teilweise auch so richtig geniale Konversationen damit. Die Leute, die dann meinen, rumstänkern zu müssen, weil sie ja meinen, sie könnten das bestimmen. Von wegen, ich deabonniere dich, wenn du dich nicht zeigst. Oder was ich auch immer sehr schön finde, du bist bestimmt total hässlich und fett, deswegen zeigst du dich nicht. Yo. Ich sitze dann vor meinem Monitor. Kanal. User blockieren. Tab schließen. Ja. Gute Wahl. RIP-Stream-Qualität. Ja gut, auf dem Regenbogen-Boulevard. Ich hasse sowas einfach. Wenn ich jetzt auf die grandiose Idee komme, FIFA 16 Lucky zu seriously. Ist das auch meine Sache. Ja. Lucky hat mich fast auf die Banane abgesetzt. Ja. Weil FIFA 16 vielleicht gar nicht mal so schlimm ist, von dem, nein, was ich so sehe. Nein, das wäre halt ziemlich unfassend für mich. Hab ich gerade meinen eigenen grünen Panzer erwischt? Jan, mach die Cam aus, sonst de-abo, de-follow, de-sub. Mach die mal eben aus, wenn die Leute das unbedingt wollen. Sehen sie mehr vom Spiel. Nicht das Spiel ausmachen. Da hat sich gerade jemand vor mir weggeportet. Nein, ich glaube, ich habe deine Donation-Schrift aus Versehen ausgemacht gehabt. Ja. Das ist, glaube ich, auch sowieso so ein YouTube-Phänomen. Deine Meinung ist falsch. Deine Ansichten sind falsch. Ist zwar dein Kanal, aber ich bestimme, was du tust. Yo. Setz dich vor die Kamera, du blödes Stück. So in etwa läuft das. Lass die Kamera auch gerne wieder anmachen. Aber nur wegen Schrankchan. Ja. Die Leute wollen ja Schrankchan sehen und nicht mich. So in ihren letzten Momenten. Ja. Pilz ist unbedingt nebenbei so das Item, was ich auf dem Regenbogen-Boulevard am allerwenigsten haben möchte. Ja. Und danke. Nein! Und danke, Lena. Und dann? Nein! Ich bin doch doof. Wieso habe ich den jetzt schon aktiviert? Den Junders aktivieren eigentlich. Wer streamt denn jetzt? Der da.
Ja gut, Frauen im Internet sind sowieso wieder so eine andere Sache. Das stimmt. Die existieren ja theoretisch nicht, ne? Ja, wobei es gibt diese und diese Frauen. Hui! Ja? Aber gerade so noch drauf gelandet. Ja, du weißt genau, welche Art von Frauen ich noch meine. Autsch. Gerade nicht. Die, die ihre Viewer auf andere Weisen bekommen und nicht durch gutes Commentary. Ach so, diese. Hier, hier der Schrank. Den sehen sie auch so. Die Luftmatratze ist da ein bisschen vor. Wenn Schrank sich mal wieder hinlegen muss, ne? Guck mal, Jan, du bist letzter geworden. Nein, ich bin Zweiter. Und unser Team führt. Letzte Momente, ja. Heute ist nämlich das letzte Mal, dass ihr Schrank im Stream seht. Passenderweise aber habe ich die falsche Strecke gewählt. Passenderweise aber dazu haben wir wahrscheinlich noch nicht drin, aber... Nein. Vielleicht habt ihr es ja morgen dann. Gibt es Jan Schrank. Ja, wenigstens habe ich keinen 3-Meter-Ausschnitt und gibt seinen Subs die Snapchat... was? Gibt seinen Subs die Snapchat daten? Daten. Ach, Daten. Snapchat-Daten. Ja, gut. Und Meko, wenn du noch gar nicht mitbefahren bist, kannst du jederzeit reinkommen. Ja. Oder generell, ich glaube, wir haben ja eh nicht so viele Leute. Mhm. Einfach gleich reinkommen. Ich glaube, ist jetzt das dritte Rennen in der Runde? Zweite? Dritte? Sehen wir gleich. Ja. Ich glaube, das ist das erste erst gewesen. Ja. Wie gesagt, Schrankchan ist dann als Sub-Emote dann verewigt. Wenn es denn mal funktioniert. Es dauert ja mal so einen Tag, bis es drin ist. Ich glaube nicht, dass es noch während des Streams kommen wird, aber solltet ihr morgen früh in irgendeinen Chat, in irgendeinen Stream gehen, könnt ihr dort gerne den Schrank mal reinhauen. Ja, wenn wir so den Schrank behalten, ist schwierig, weil das Ding ist auch schon recht alt und das seht ihr wahrscheinlich nicht, aber die komplette linke Seite, also die zu Jan hin, ist schon komplett zerfleddert. Das ist echt. Ich glaube, wenn man den auch in einen Umzugswagen packt, fällt der auseinander. Oh. Selbst wenn wir wollten, könnten wir den gar nicht behalten. Und für zwei Leute ist der sowieso zu klein. Hat für mich so gerade gepasst. Also ich denke auch mal, im Stream auseinanderbauen werden wir ihn wahrscheinlich nicht komplett. Aber ich will auf jeden Fall filmen. Das ist, wenn ich wirklich ein Umzugsvideo mache, kommt der Schrank auch da rein. Kommt morgen ein Stream? Nee. Ich weiß, dass da so eine Feier ist von irgendeiner komischen Nase, die irgendwie so einen komischen Uni-Abschluss kriegt. Mhm. Außer du willst das natürlich live streamen. So mit You Know. Steh ich ja mit meinem Handy und film dich. Ja. Dann heißt es dann hier, Jan wird aufgerufen. Keine Ahnung, die Queen-Musik fängt an zu spielen und ich hole mir mein Examen. Großeltern sind auch alt und ihr behaltet sie auch. Also ich habe keine Großeltern mehr. Das Argument zieht bei mir nicht, Robert, so traurig es auch ist. Großeltern muss aber auch nicht in den Umzugswagen schmeißen und mitnehmen. Normalerweise nicht. Ich glaube, ich habe halt jemanden aus unserem Team abgeschossen. Weg mit Jan. Svenja X Schrank. Ich brauche den aber noch. Warum er gerade Jonas hingefahren ist, ich habe keine Ahnung. Schrank ist wie die Flying Lamb. Es kommt nur einfach ein besserer aber das Schrank. Das ist doch das Schiff. Ja. Wieso heißt das Schiff so? Wieso nicht? Das ist vorne ein Lammkopf. Hm. Ich kenne mich da nicht so aus. Tausendzangen, das neue Schiff heißt ja auch nur so, weil es wie so Sonne aussieht, der ja, Kopf. Ich und glaub, über die tausend Meere fährt. Kiewicz, Jan hat morgen noch einiges zu tun. Diese Feier und dann noch alles in Umzugskartons packen. Ich glaube nicht, dass der morgens Systeria spielen wird. Ich spiele wahrscheinlich erst am Sonntag Systeria. Jan X Pfosten confirmed. Oder Jan Pfosten. Oh, Pfosten, du. Kann ich euch Schrank schon abkaufen? Wir können dir gerne ein Stückchen rausreißen und für 100 Euro verkaufen. Ich muss einen Minischrank machen. Bin Erster geworden. Und Letzter gleichzeitig. Schrank gesellt sich zu Jan Rosa und der Flying Lamp. Mhm. Als ich das Wort zum ersten Mal gehört habe oder den Namen, musste ich an fliegende Lampe denken. Wenn man das nur so hört? Flying Lamp wird auch mit B am Ende geschrieben, glaube ich. Nicht mit P.
Und es ist wirklich eine Lampe. Ja, eben. Ich kaufe 10 Stück. Ja, ne? Kann ich mir schon mal einen neuen PC von kaufen. Im Original heißt die Flying Lamp auch Going Merry. Deshalb heißt sein Labras auch Merry. Mhm. Ah. One Piece Logik. Mhm. Ich kenne mich nicht damit aus. Und ich glaube, das neue Schiff heißt Going Sunny. Du kennst mein sehr limitiertes One Piece Wissen. Ja. Mona, erst umziehen und dann Postfach. Aber wir werden das auf jeden Fall machen, denke ich mal, ne? Wobei ich ja mittlerweile gemerkt habe, dass ich seit 3 Jahren diese Paketstelle habe, Packstelle. Ja, die hilft uns aber auch nicht mehr. Ich fahre nicht jeden Tag nach Mainz, um das Paket abzuholen. Du kannst ja selbst angeben, wo das hinkommen soll. Du gibst ja die Packstation selbst an. Aber wir kümmern uns auf jeden Fall darum. Also rechnet vielleicht mal Anfang November damit? Wenn es bis dahin passt. Vielleicht. Wir kümmern uns. Mhm. Dann könnt ihr uns all euer Geld schicken. Nicht. Yo. Bitte nicht. Ich habe hier mit meiner Banane abgeworfen. Bin ich nun ein Skyper? Ja, ich bin ein Skyper. Sniper. Ja, ich denke mal, du addest dann noch Leute nach der Runde, ne? Jo. Weil Galaxy meint, er wollte noch mitspielen. Ja, kann ich machen. Ich habe Jan ein One Piece T-Shirt gekauft. Reicht das? Habe ich sogar gerade an. Ja. Kann ich ja gleich nochmal zeigen. Mit etwa Stand von Sapodi Archipel erstes Mal, glaube ich. Keine Ahnung, es stand One Piece drauf und ich kannte die Charaktere. Nein! Entschuldigung, runtergefallen. Wie schlecht. Hier frisst mein Bumerang. Wenigstens hat dein Shirt gepasst im Gegensatz zu meinem, was einfach 3 Trilliarden Kilometer zu groß war. Männergrößen.